Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß aber nicht wegen der üblichen Verwirrtheit, sondern weil ich jetzt übers Wochenende nicht mehr gespielt habe, heute den PC angemacht habe und plötzlich am Abend vorher rausgekommen bin. Normalerweise starte ich immer hier, wo wir jetzt sind, also sprich am Morgen, wo ich dann auch aufgehört habe. Aber da habe ich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was es ist. Okay, waren nur zwei. Ich weiß nicht, was es war, aber ich bin am Abend vorher rausgekommen. Ich kann allerdings auch nicht sehen, dass sich da irgendetwas verändert hat. Also das mit den Blättern, das müssen wir noch machen. Das weiß ich. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was wir dafür jetzt brauchen. Ach so, genau, auf die Blumen warten wir noch. Ja. Alles andere haben wir ja da. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir das erstmal. Temposchubzauber müssten wir dann auch nochmal neu machen. Moment, sind die Zitronen fertig? Das sieht gut aus. Wobei ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass wir die Zitronen schon geerntet hatten. Aber kann natürlich sein, dass das die sind, die unten gewesen sind. So, Honig können wir einmal ernten. Das ist sehr schön. Und die Blumen. Bevor wir allerdings den Herbst machen, die Blumen brauchen noch 2 Tage. Ach nee, wir brauchen die ja, um den Herbst zu machen. Nee, ich habe jetzt gerade einen Denkfehler gehabt. Okay. Die Blumen brauchen wir. Na gut, die Sache mit dem Dünger, das ist nicht schlimm. Das kann man ja das ganze Jahr über machen. Ja, mach dich bereit, bald die Jahreszeit zu ändern. Was ist hiermit? Noch 20 Minuten. Dann fülle ich hier nochmal kurz auf und gehe gleich nochmal kurz zu Kitty vorher. Hallo, Kitty. Oh, what a good purr. Ich würde mich ja gerne mal als Katze umsehen, bin ich ganz ehrlich. Aber, naja, ich habe noch so ein bisschen Bedenken. Oh, Unkraut, Unkraut. Moment, bevor wir die armen Tiere füttern müssen. Nein, nein. Was machst du denn? Nein! Mann, du selten blöde Kuh, du stehst mitten auf dem Unkraut drauf und musst den Baum hinter dir nehmen. Das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich selten blöde Kuh gesagt und schon finde ich kein Unkraut mehr. Das war so klar. Da oben ist noch ein Teil. Also eins können wir auf jeden Fall wieder reintun. Wir kommen unserem Ziel in. Nein, och Leute. Kann man nicht einfach mal das nehmen, wo man genau draufsteht oder vorsteht? Oh, also ich liebe dieses Spiel wirklich, aber das ist wirklich etwas, was mich extremst nervt. Dass der nicht das anvisiert, wo man gerade hinguckt oder so, sondern dass er genau das Gegenteil macht. Hallo? Machst du das Wasser rein? Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich drin war. Ach so, das waren diese. So komme ich jetzt hier nicht durch. So. Baumwolle. Die Frage ist jetzt. Wenn ich jetzt nochmal Baumwolle reinmache, ich weiß nicht, können wir nachsehen, wann die Baumwollsamen, nee, dann klickt er das direkt da rein, ne? Weil ich möchte ja, wie gesagt, auf den Herbst wechseln. Moment, hallo, Herr Bürgermeister, warten Sie mal. Nicht einfach weglaufen, nur weil ich im Garten My arbeite. wife Vanessa is an amazing teacher and first lady of Fairhaven. She's too good for me. I'm kidding. Why? Have you heard anyone say that? Tja, darüber rede ich nicht. Aber ich glaube, sein Herz wird tatsächlich nicht besser, ne? Also dafür, dass das so blau ist. Sie scheinen einfach nur unterschiedliche Farben zu haben. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem. Okay, der ist sowieso am nächsten Tag fertig. Dann würde ich sagen, lassen wir die beiden auslaufen. Und die Blumen, die holen wir dann ja sowieso. Ich glaube. Ja, genau. Oh, perfekt. Nein, du sollst das nämlich vorstellen. Und kannst direkt das Neue reintun. Ach so, stimmt. Stimmt. Wir haben ja noch eins übrig gehabt. Oh, dann können wir noch. Wie geil, wie geil. Dann können wir noch zwei hinzutun. Das heißt, 37 hätten wir dann, wenn die soweit sind. Ist leider immer noch nicht wirklich viel, aber naja. Wie viel Geld haben wir denn jetzt gerade? Sieht man das hier? Nee. Sieht man hier, ne? Auch nicht. Doch, da. 6.700. Ich nehme den einen Fisch auf jeden Fall noch mit. Wir machen jetzt unten keine Fischrunde. Aber den Fisch nehme ich noch eben mit.
Ich müsste ja mal gucken in der Mine. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level wir jetzt gerade sind in der Mine. Na? Dass wir auf jeden Fall immer mal wieder so zwischendurch ein bisschen was Neues, also Geld jetzt, ein bisschen neues Geld haben, was wir dann reinbekommen. Das versteckt sich schon wieder so, dass sie gleich schon wieder die Bäume abholzt. A recipe. Haupia, Kokospudding. Okay, Pudding sah es jetzt nicht aus, aber hört sich bis auf den Kokos lecker an. Geld haben wir auch noch. Und was kommt hier raus? Is it? Oh, it is a recipe. Empanada. Okay. Was auch immer das ist. So. Die Beeren können wir hier noch nicht machen. So langsam wird der Wald aber ziemlich voll. Wir sollten zwischendurch mal ein paar Bäume abholzen, habe ich so das Gefühl. Wir müssen sowieso Bäume abholzen, fällt mir gerade ein. Weil. Wie in letzter Zeit, meine ich, schmeiß mal einfach zu den Fischen rein, kein Thema. Weil wir in letzter Zeit, meine ich, viel Papier benutzt haben. Ich weiß nicht, für die Pergamente vor allen Dingen. Für die Pergamente oder sowas. Nee, Pergamente heißen die nicht. Für die. Jetzt will ich den Baum wegmachen, weil er im Weg steht und jetzt kann ich angeln, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier. Also für die Zauber auf jeden Fall. Haben wir auch schon ein bisschen viel Papier jetzt verwendet. Gotcha. Ja, heute wird wohl nochmal ein ruhiger Tag werden, so wie es aussieht. Weil wir haben Samstag, wir können sowieso nicht viel machen. Also ist das auch mit Verkaufen nicht wirklich was. Und das sah gerade so komisch aus, als ob das Eichhörnchen da unten am Schweben gewesen ist. Aber okay. Die nehmen wir noch eben mit hier. Dann haben wir zumindest noch mal drei Fische geangelt. Verkaufen können wir, glaube ich, jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt kommt links schon wieder ein großer Fisch. Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe den noch gerade leer gemacht. Ja, weil da jetzt ein großer Fisch gekommen ist, muss jetzt hier der Kleine doppelt anbeißen. Oder wie sehe ich das jetzt? Oh, gotcha. Oder kommen die samstags vielleicht öfter? Das kann natürlich sein. Wenn ich jetzt nach links gehe, schnappe ich mir den großen Fisch. Und wenn ich den geschnappt habe, dann kommt der kommt rechts auch wieder ein großer Fisch raus, weil wir Samstag haben. Ich habe aber auch nicht mehr viel Energie. Also keine Sorge, wir werden jetzt heute keine Fischfolge machen. Wobei das dann wahrscheinlich heißt, dass wir noch zweimal zwischendurch angeln werden. Mal schauen. Oh, beweg dich bloß nicht. So. Können wir vielleicht... Ach, da ist er ja. Können wir vielleicht noch irgendeine Blume oder sowas hier finden? Nee, natürlich nicht. Warum sollten wir auch etwas finden, was wir gebrauchen können? Nein, aber ich muss sagen, hier, die Blumen im Wald sind doch sehr rar geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil so viele Bäume da jetzt drin sind. Ihr wollt mich doch veräppeln. Ich habe ja gesagt, zweimal müssen wir noch angeln, dann habe ich keine Ausdauer mehr. Oh, yeah! Okay. Dann müssen wir erst noch, genau, das darf ich nicht vergessen, dann müssen wir erst noch die Tiere füttern. Oh, ein Schmetterling. Tret einfach drauf, kein Thema. So, nein, nicht abhauen. Ich will dich füttern. Nur weil die Tür offen ist, heißt es nicht, dass du rausgehen musst. So. Du kriegst auch noch was. Wie war das jetzt? Hat der Typ jetzt heute geschlossen, glaube ich, ne? Irgendwie ab freitags oder sowas hat er, meine ich, geschlossen. Das heißt, wir können schon wieder kein Futter holen. So, das. Da war noch ein Huhn, oder?
Schnabelmann? Wann habe ich denn einen Huhn Schnabelmann genannt? Hä? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wie meine ganzen Hühner heißen, wenn ich jetzt ehrlich bin. 5 Stück haben wir jetzt. Ja, 1 könnten wir theoretisch noch reinmachen. Dann haben wir Eier en masse. Aber gut, warum auch immer, die brauchen wir für Zauber. Also ist das gar nicht so schlecht, wenn wir Eier en masse haben. Du warst noch nicht, oder? Doch, du warst auch schon. Echt? Ja! Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ey, wieso hat keiner von euch Wolle? Ist heute der Ich-mach-keine-Wolle-Tag, oder was? Leute, wir haben 3 Schafe. Wieso hat keins von denen Wolle? So geht das aber nicht hier. Das ist eine ganz schlechte Arbeitsmoral. So. Vielleicht steigere ich die Arbeitsmoral ein bisschen dadurch, indem sie gefüttert werden und ein bisschen gestreichelt werden. Mal sehen. Ich wollte gerade sagen, das, was noch gemacht werden muss, müsste eigentlich rauskommen. Schneeflöckchen, Braunröckchen. Ja, dich habe ich Midnight genannt, ja? Also mecker nicht. Oh, sie melkt mich wieder, endlich. Meine Euter hängen schon bis zum Boden. Ich gebe dir auch direkt 2 Milch dafür. Heute nur 2 Milch? Haben wir gedacht, am Wochenende braucht man nicht so viel zu tun, oder was? Hallo? Das nennt sich Macht der Gewohnheit. Oder, nee, Gewohnheitsrecht nennt sich das. Ich habe jetzt das Gewohnheitsrecht, dass ich jeden Tag 3... Achso, ich wollte ja nach oben noch. Dass ich jeden Tag 3... nicht Eimer. 3 Flaschen Milch bekomme. Oh, Wesley ist da. Sehr schön. Wesley, mein Liebster. Oder mein bald Liebster, hoffentlich. Here's a little bookshop owner's secret. We can typically order any book... Even ones not in our established niches. Das ist toll. Nee, wenn ich bei ihm verkaufe, dann bringt mich das aber auch nicht weiter. Neue Bekanntschaft. Ey, ich will den Kerl heiraten. Ich will keine Bekanntschaft mit dem haben. Zephyr's left the responsibility of governing Ravenwood to me. I enjoy it, but I wonder who will succeed me one day. Tja. Wesley wird das bestimmt gut machen. Perry was sighing about Amira the other day. I still can't understand the idea of romance, much less being involved so closely with a human. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Die sind alle irgendwie auf jemanden scharf, aber selber soll man sich doch entscheiden können, wen von denen man heiraten möchte. Also, ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt die scharfe Ärztin haben, sage ich jetzt mal, ne? Dann könnte ich die ja gar nicht haben, weil deren Herz hängt ja schon quasi an das Herz, also weiß ich nicht, zumindest von der Elfe ist es so, ihr Herz hängt ja an ihr, deswegen, das wäre ja unfair. I've always liked Thomas. It's sad our people couldn't get along with his, but we've started to rebuild things. Familienprobleme? Wende dich einfach vertrauensvoll an mich. Ich habe da so meine Erfahrung mit. Ja, komm, machen wir das letzte noch hier. Dann habe ich eh keine Ausdauer mehr. Oh doch, ich habe doch nur eine Ausdauer. Mist. Na komm, direkt den großen. Na, heute sind sie aber böse zu mir. Oh, gotcha! Okay, so. Ja, das ist immer so ein bisschen zwiegespalten, weil das schon wieder so ein Tag ist, wo wir jetzt quasi nichts zu tun haben. Thomas, du hast auch keine neue Quest. Ne? Nee, du hast keine neue Quest. Vor allem können wir bei dir auch nichts klauen, das ist das Blöde. Sonst hätte ich mal ein paar Äpfel mitgenommen oder so. Hi, was machst du denn wieder hier? Du sollst arbeiten. I miss competing with Hazel's Baking. It was such a nice break from thinking about real life. At a time when I really needed it.
Haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Oh, hier ist noch was Großes drin. Dann nehmen wir das letzte Mal halt hier. Was soll's? Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, eh nicht allzu viel zu tun. Das ist ein entspannter Samstag. Sowas wie ein realer Sonntag sozusagen. Wobei meine Sonntage wenig entspannend sind. Meistens sind sie sehr stressig. Genauso wie die Samstage. Achso, ja, was gucke ich jetzt bei den Fischen? Ich muss doch die Sachen einsammeln. Da ist auch nichts mehr. Okay, dann können wir hier vorne nochmal am Strand gucken. Da noch irgendwas ist. Och, jetzt hätte ich fast die Krabbe eingesammelt. Sehr schön. Eine Perle. Kriegen wir die jetzt wieder, weil wir die wieder für irgendeine Quest brauchen? Oder haben wir mal Glück? Man weiß es ja nicht. So, ich gucke aber trotzdem mal nach, aber der dürfte nicht da sein, ne? Nee. Dafür ist der Kleine da. What are you laughing at? Mrs. Soft is gonna freak when she opens her desk drawer at school. I put a frog in there. Ich behaupte aber trotzdem, dass sie das wahrscheinlich vorher hören wird, wenn er da einen Frosch reingetan hat. Sei denn, der Frosch ist wirklich so verängstigt, dass der keinen Ton mehr von sich gibt. Aber das glaube ich eher nicht. I'm all out of strength. I could eat some food to recover some strength. Willst du mich veräppeln? Aber jetzt kannst du die Kokosnuss nehmen, oder was? Hä? I can tell when people look at me, they see my dad. How could I hope to live up to him? I don't want to disappoint anyone. Keep being you, Juliet. You'll always have your parents in you, but there's so much more to you than that. Ja, ich bin ganz froh, dass meine Tochter nicht so viel von ihrem Vater hat. Dann haben wir da schon mal alles. Da, achso, ja, Wesley waren wir ja schon. Oh, Madame hat auf. Hallo, ich komme noch nicht rein. I am so ready for summer to be over. My kids need something to keep themselves busy. Ja. Möchte ich irgendwas bei dir kaufen? Kann nicht angebaut werden. Kann ich aber kaufen, oder? Nee, kann ich dann auch nicht kaufen, oder was? Das ist ja doof. Das Blöde ist, da steht halt nicht bei, wann es dann wieder angebaut werden kann. At this point, I've explored every nook and cranny in this town. Somehow, though, surprises still pop up. Also für mich nicht wirklich. Have you checked out the Consciousness Center yet? Mm. We accept everyone, even people whose families didn't come over on the Mayflower. Imagine that. Also wenn ich schon jeden Tag das Gleiche sagen müssen, dann bitte nichts über dieses dämliche Zentrum. Das ist sowas von lame. Sometimes I wonder what Sheila's up to. The Stahl's been good to me, so I hope it was good to her too. So, mal schauen. Du hast wieder nur die üblichen Sachen drin. Olivenbaum und so weiter. Paprikagewürz. Ja. Ich würde sagen... Nee, Oliven habe ich ja. Ich habe ja einen Olivenbaum. Aber Paprikagewürz, ich kann ja keine Paprika zurzeit anbauen. Nehmen wir mal, falls wir mal irgendwas haben sollten, wofür wir das brauchen. When I grew up, I hope I can braid my hair like my mom. Do you know her? She runs the general store. Yes, I know Lena. I'm sure she can teach you how to do braids. She tries, but my fingers get all crossed up and tired all the time. My mom just has this way of making hard things look easy, you know? Okay. Wieso fragt ihr mich, ob ich die Mutter kenne? Hallo, ich habe hier schon zwei Jahreszeiten durch. You look thirsty. Ja. We added extra sugar to yours. Nein. Ich will keinen extra Zucker, ich will gar keinen Zucker da drin haben. Dann schmeckt's viel besser. Mama was a pharmacist before she retired. Pharmacist, bartender, it's the same thing, really. Just mixing things up to make people feel better. Na, da bin ich mir allerdings bei der Apotheke nicht so sicher, ob die Leute sich danach besser fühlen. Brauche ich noch Köder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Herzchen ist ja voll. Nein, halt, stopp, nicht die... Oh. Ah ja, doch, dann kaufen wir nochmal 8 dazu. So. Damit wir dann demnächst wieder gut gerüstet sind. Have you tried Emmy and Finn's drink concoctions? I swear they get sweeter every year. We're definitely going to need a dentist in Fairhaven at some point. So, die steht immer so ein bisschen x-beinig da, ne? Ist mir nicht das erste Mal aufgefallen. Na, wieder leeres Haus? Being a messenger has changed me for the better. I never thought I'd be able to actually help people. Oh. Da bin ich vor Schreck gerade von meiner Lehne runtergefallen. Wir waren lange nicht mehr bei Oma Hesel. Können wir da nochmal? Ja, wir können nochmal Blumen reintun. Ich würde sagen, Schwarzkümmel ist blöd. Ja, die Sonnenblumen ist natürlich auch doof. Ja, wir nehmen die Mohnblumen. Da haben wir am meisten von. Thomas says we're gonna run out of water soon. I wonder what you would have done. Es kommt wieder ein neuer Text. Oh, das finde ich toll. Uns wird bald das Wasser ausgehen. Was hättest du getan? Ja, was hätte sie wohl getan? Sie hat den Herbst eingeläutet, nehme ich mal stark an. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen doof gelaufen. Moment, jetzt fangen wir einfach mal von vorne an. Which would you prefer for a wedding ring? Silver or gold? Silver. I'm single, so... I know, I know. I just meant like, if you were a burly blonde dude, who spends most of your time kneading dough. Dann würde ich wahrscheinlich gar keinen Ehering haben wollen, weil der sowieso nur irgendwo drinstecken würde im Essen. Okay, der hat keine neue Quest. Hi! If you get really lucky and take care, the bees might even make some royal jelly for you. Hat die eigentlich mal neue Angebote hier? Nö, ne? Das Blöde ist, man kann es halt wirklich vorher nicht sehen. Man kann es auch nicht einzeln anziehen. Das ist das Doofe daran. Spezialanfragen. Das ist das, was ich gekauft habe, oder? Kurze Latzhose. Ja, die ist so hässlich. Die können wir verkaufen. Auf jeden Fall. Aber ich verkaufe doch jetzt nicht das, was ich extra gekauft habe. Obwohl, hä? Wieso kann ich das für 945 verkaufen? Wo ich das extra gekauft habe? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich gerade etwas verwirrt. Ja. Nee, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich nicht dieses Ding da oben links eigentlich kaufen kann. Aber egal. Na gut, wir müssen noch einmal, nee, der ist gar nicht da samstags, der will nicht arbeiten. Ach, was machst du denn hier, faule Socke? Finn gave me a drawing of my chickens the other day. Good too. Aw, maybe he's warming up to you. Well, that or it's phase one in some epic 10-part prank he's gonna play on me. You really never know with that kid. Ja, so ist das nun mal. Wer die ganze Zeit nicht arbeiten möchte und nicht erreichbar ist, wenn die Kunden dringend was zu futtern brauchen, na gut, 25 habe ich noch ungefähr für die Hühner, dem werden dann halt Streiche gespielt. So ist das in dieser Stadt, so ist das. Shelby, bist du da? Ach, Shelby ist gar nicht da. Shelby hat mich im Stich gelassen, wo ist er denn? So geht das aber nicht. Ah, da ist er. Oh, mit einer neuen Quest. Something fascinating about that tree in particular. It's you. Beg pardon. My hearing isn't what it used to be. To answer your question, every tree is fascinating. Ever since I started living out here, I tried to treat them as individuals. Each tree has stories after all. Tell me, did you ever get to know the natural world back in the city? Ich habe die Natur geliebt. Ich hatte Pflanzen auf dem Balkon, ja.
I went hiking and camping whenever I could. That's the spirit. Elsewise, the city'll drain you dry. I used to live in the city myself, but I left. Must have been some time ago. And I'm not keen on returning. Do you prefer life here? Oh, yes. It's not easier, that's for certain. But it's bigger, brighter, more colorful. Oh, wir sind jetzt lockere Freunde. Endlich. Also wir haben keine Quest bekommen, aber immerhin, wir sind jetzt lockere Freunde. Sehr schön. Und er hat recht. Also ich weiß nicht, wer von euch eventuell in der Stadt lebt, aber ich muss dazu sagen, ich habe noch nie so richtig in der Stadt gelebt. Eher immer so ein bisschen außerhalb. Ich würde es auch nicht machen wollen, muss ich auch dazu sagen. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir, ja, einschmelzen müssen wir eigentlich nichts mehr. Ob wir jetzt noch irgendetwas machen können, weil eigentlich können wir nichts machen. Wir müssen jetzt darauf warten, dass die Blumen fertig werden. Die sind nicht da, wo ich sie anklicke. Die sind erst in 2 Tagen fertig. Vielleicht sollte ich da mal so einen speziellen Dünger noch drauf tun oder so. Das ist in 1 Tag fertig, ne? Dann können wir das morgen dann machen. Haben wir die Möglichkeit, hier noch was hinzustellen? Fällt mir gerade ein. Ich weiß immer noch nicht, was das Vierte ist. Und nachher habe ich keinen Platz mehr und kann die Sachen nicht mehr wegtun. Das ist doch doof. Ach nee, dafür brauche ich den Dünger. Das heißt, ich könnte nur die Bienenstöcke hinstellen, die mir jetzt natürlich nichts bringen. Ach, das ist doch doof. Das ist wirklich doof. Den kann ich auch später machen. Kompostbehälter würde ich auch nichts für brauchen, aber die habe ich auf jeden Fall noch da oben. Ich meine, theoretischerweise könnte man jetzt hier noch eins weiter, also hier oben noch eine ganze Reihe mit Kompostbehältern machen, aber bringt uns ja nichts. Wir haben halt nichts, was wir kompostieren können. Das ist so blöd. So, ich bin gerade am Überlegen. Wir könnten nochmal Fischstäbchen machen, glaube ich, ne? Dass wir das schon mal vorbereitet haben. Fischstäbchen. Hallo? Fischstäbchen sind heute aus. Sind die nicht mehr da, wo die vorher waren? Haben die sich... Ach, ich habe ja neue Rezepte jetzt wieder erlernt, ne? Die sind bestimmt wieder... ich wusste es. Die sind wieder verschoben. Sauerei, so findet man die doch nicht. Ja, immerhin nochmal 7 Stück. Das sind 700, ne? Ich meine... Das ist nicht so. So, Limonade können wir auch einige herstellen. Ich lasse aber erstmal noch ein paar Zitronen drin. Smoothie. Ach nee, können wir nicht ganz herstellen. Erdbeersmoothie können wir auch nicht machen. Was ist mit Bärensmoothie? Da bräuchten wir auch die Erdbeeren wieder für. Ja, das will ich jetzt nicht unbedingt... Stimmt, Disteln haben wir schon lange keine mehr bekommen. Wieso haben wir eigentlich keine Disteln mehr bekommen? Das war eigentlich ein guter Trank. Naja. Na, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wobei die nächste vermutlich wieder nicht ganz so interessant wird, weil wir nicht viel machen können. Aber vielleicht können wir auch spontan noch irgendwas machen, weil jemand uns eine Aufgabe gibt. Ich weiß es nicht. Aber die übernächste, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil... Mit ein bisschen Glück können wir dann den Herbst einleiten. Erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! I'm sleepy. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.